Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um einen Cold Case, einen Vermisstenfall aus den USA. Das Opfer ist Pamela Neal. Pamela verließ am Donnerstag, dem 31. März 1983, gegen 13.30 Uhr die Bank, in der sie gearbeitet hat, um ihre Mittagspause zu machen. Die 22-Jährige hatte etwa 5 Monate zuvor eine Stelle als Kassierin bei Key Savings and Loan in Englewood, Colorado angenommen. Sie arbeitete normalerweise montags bis freitags von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Und ihre Wohnung befand sich direkt gegenüber der Bank, sodass sie jeden Morgen zu Fuß zur Arbeit gehen konnte. Als Pam an diesem Donnerstag zur Mittagspause ging, nahm sie ihren Gehaltscheck mit und ging 2 Blocks weiter zu einer anderen Bank, wo sie ihren Gehaltscheck einlöste. Sie erhielt mehrere hundert Dollar in Bar, die sie dann zusammenfaltete und in die Tasche ihres hellbraunen Ledermantels steckte. Dann ging sie zu einem nahegelegenen Safeway-Lebensmittelgeschäft und bestellte ein Stück Brathähnchen und Macaroni mit Käse an der Feinkosttheke. Sie kaufte eine Schachtel Winston-Zigaretten und ein Rubbellos, als sie ihr Mittagessen bezahlte, und ging dann den kurzen Weg zurück in ihre Wohnung, um zu essen. Pams Mitbewohnerin Darlene Heinz arbeitete an diesem Tag in der Bank. Von ihrem Schalterfenster aus sah sie Pam, als sie ihr Wohnhaus auf der anderen Straßenseite betrat. Sie rechnete damit, sie in Kürze wieder in der Bank zu sehen, aber Pam kam nicht zurück. Als Pam um 14.30 Uhr noch nicht wieder zurück war, nahm Darlene an, dass sie einfach die Zeit vergessen hatte. Sie rief in der Wohnung an, um ihre Mitbewohnerin daran zu erinnern, dass ihre Mittagspause vorbei ist. Erhielt aber keine Antwort. Darlene wartete ein paar Minuten und rief dann ein zweites Mal in der Wohnung an. Auch diesmal blieb ihr Anruf unbeantwortet. Aus Sorge, dass Pam krank geworden sein könnte, sagte Darlene dem Bankdirektor, dass sie auf die andere Straßenseite gehen und nach ihr sehen würde. Sie eilte dann zu der Wohnung im dritten Stock und stellte fest, dass die Tür leicht angelehnt war, aber keine Spur von Pam zu sehen war. Da sie nicht wusste, was los war, lief Darlene zurück zur Bank und teilte den Manager mit, dass Pam nicht in der Wohnung war. Nachdem sie erfahren hatte, dass die Wohnungstür offen gelassen worden war, beschloss der Verwalter, die Polizei von Englewood anzurufen und Pam als vermisst zu melden. Wenige Minuten später trafen die ersten Polizeibeamten in dem Wohnhaus ein. Sie fanden viele Anzeichen dafür, dass Pam an diesem Nachmittag in die Wohnung zurückgekehrt war, fanden aber nichts, was darauf hinwies, was mit ihr geschehen war. Die braune Papiertüte mit ihrem Mittagessen lag ungeöffnet auf dem Couchtisch. Die Schuhe mit den hohen Absätzen, die sie getragen hatte, lagen unter dem Tisch, als hätte Pam sie ausgezogen, als sie sich zum Essen hinsetzte. Pams Portemonnaie lag auf dem Boden neben dem Tisch. In ihrem Portemonnaie fanden die Beamten den Rubbellos-Lottoschein, den sie gerade gekauft hatte. Die Zigaretten, die sie gerade gekauft hatte, befanden sich ebenfalls in ihrem Portemonnaie, zusammen mit einer ungeöffneten Schachtel. Ihre Wohnungsschlüssel, die sie normalerweise auf einen Stuhl warf, sobald sie die Wohnung betrat, wurden auf dem Boden neben dem Stuhl gefunden. So, als hätte sie in Richtung Stuhl geworfen, aber nicht getroffen. Normalerweise hörte Pam ihre Stereoanlage oder schaute ihre Lieblingsserie, während sie ihr Mittagessen aß, aber in der Wohnung war es still. Offenbar war sie an diesem Tag nicht lang genug drin gewesen, um die Stereoanlage oder den Fernseher einzuschalten. Nichts in der Wohnung schien fehl am Platz zu sein. Es gab keine Anzeichen eines Kampfes. Aber Pam war nicht der Typ Mensch, der einfach aus seinem Leben verschwindet. Diejenigen, die sie kannten, waren besorgt, dass ihr etwas Schreckliches zugestoßen war. Ihre Befürchtungen wurden noch größer, als Darlene bestätigte, dass keine von Pams Schuhen in der Wohnung fehlte. Wo auch immer Pam war, sie war barfuß. Detectives wurden zu der Wohnung gerufen und riegelten sie sofort als Tatort ab. George Agri, Sergeant der Polizei von Englewood, erzählte später, dass sie die Wohnung auf den Kopf gestellt haben, um nach Hinweisen zu suchen, was mit Pam geschehen war. Sie saugten den Boden und die Möbel ab, in der Hoffnung, Haare oder Fasern zu finden, die zu ihrem Entführer führen können. Leider blieb ihre Suche ergebnislos. Die Ermittler durchsuchten das Wohnhaus und fragten alle Bewohner, ob sie an diesem Tag etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört hätten. Keiner hatte etwas gesehen. Im ersten Stock des Gebäudes befinden sich Geschäfte. Ein Schreiner, der eines dieser Geschäfte hat, erinnerte sich, Pam mit der braunen Papiertüte, in der sie ihr Mittagessen transportierte,
gesehen zu haben, wie sie das Gebäude betrat, hat sie dann aber nicht mehr weggehen sehen. Die Straße, in der sich die Wohnung befand, war vor allem in den Nachmittagsstunden sehr belebt. Die Ermittler stellten fest, dass Pam barfuß auf der Straße sehr auffällig gewesen wäre, aber niemand erinnerte sich daran, sie an diesem Tag gesehen zu haben. Und es wurde auch nicht berichtet, dass jemand in ein Auto gezwungen worden war. Die Ermittler konnten sich nicht erklären, wie Pam aus dem Gebäude gebracht worden war, ohne dass jemand etwas gesehen hatte. Detectives des Englewood Police Department starteten mit Unterstützung von Ermittlern der Staatsanwaltschaft von Arapahoe County eine groß angelegte Suche nach Pam. Sie verteilten Flugblätter mit ihrem Foto an Busfahrer und Taxifahrer in der ganzen Stadt, in der Hoffnung, dass sich einer von ihnen daran erinnern könnte, sie gesehen zu haben, nachdem sie ihre Wohnung verlassen hatte. Aber sie gingen leer aus. Keiner hatte sie gesehen. Sie erkundigten sich sogar bei allen Schuhgeschäften in der Gegend, ob sich ein Verkäufer oder Verkäuferin daran erinnerte, die barfußgehende Frau bedient zu haben. Aber auch dort hatte sie niemand gesehen. Trotz intensiver Nachforschung fanden die Ermittler keine Hinweise auf Pams Verbleib und befürchteten, dass sie getötet worden war. Obwohl sie keine handfesten Beweise für eine Straftat hatten, stufen sie den vermissten Fall bald als Mordfall ein. Für diejenigen, die sie kannten, schien Pam ein unwahrscheinliches Mordopfer zu sein. Sie war im Großraum Denver aufgewachsen und hatte 1978 die Cherry Creek High School abgeschlossen. Anschließend besuchte sie das Western State College in Gunnison. Nach ihrem Abschluss 1982 arbeitete sie in Alaska als Naturfotografin, bevor sie auf das Festland der Vereinigten Staaten zurückkehrte. Ende 1982 zog Pam zurück nach Colorado und wurde als Kassiererin bei Key Savings and Loan eingestellt. Da sie kein Auto besaß, war sie froh, eine Wohnung in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zu finden. Sie liebte ihre Arbeit und wurde von ihren Kollegen als eine nette und freundliche junge Frau beschrieben, die sehr zuverlässig und umgänglich war. Pams Eltern, Barney und Pat Neal, lebten zu der Zeit, als sie verschwand, in Maryland. Obwohl Pam sie aufgrund der großen Entfernung nicht sehr oft sah, blieben sie in wöchentlichem Telefonkontakt mit ihnen. Ihr Vater hatte sich vor kurzem bereit erklärt, ihr das Geld für eine Anzahlung auf ein Auto zu geben, wovon Pam schon seit einiger Zeit gesprochen hatte. Sie verschwand, bevor sich das Auto ihrer Träume dann kaufen konnte. Laut ihrer Mutter war Pam ein fröhlicher Mensch. Sie war immer gut gelaunt und hatte ein Händchen dafür, auch andere in gute Stimmung zu versetzen. Sie liebte es, Zeit in der Natur zu verbringen, insbesondere beim Camping. Und sie kümmerte sich gerne um Pflanzen und stellte Schmuck her. Die Ermittler waren sich einig, dass Pam einen sehr risikoarmen Lebensstil führte. Sie hatte keinen großen Freundeskreis und verbrachte die meiste Zeit ihrer Abende vor dem Fernseher mit ihrer Mitbewohnerin. Sie besuchte keine Bars oder Nachtclubs und hatte keine Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten mit anderen. Pam hatte einen festen Freund. Er arbeitete zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine Stunde entfernt in Longmont, Colorado. Und die Ermittler schienen ihn schon recht früh in den Ermittlungen als Täter auszuschließen. Obwohl viele Zweifel an seiner Unschuld äußerten, gab es keine Beweise, die auf seine Beteiligung hindeuteten. Und er wurde nie in Verbindung mit dem Verbrechen angeklagt. Die Ermittlungen zu Pams Verschwinden gerieten bald ins Stocken und wurden dann eingestellt. Obwohl Barney wusste, dass seine Tochter niemals freiwillig verschwunden wäre, wünschte er sich, dass dies der Fall wäre. Einem Reporter gegenüber äußerte er die Hoffnung, dass Pam einfach nur gestresst war und von allem wegkommen musste. Es ihr aber nun zu peinlich war, zurückzukommen, weil ihr Verschwinden in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Pams Eltern hatten sich schließlich mit der Tatsache abgefunden, dass ihre Tochter höchstwahrscheinlich tot war. Barney gab zu, es wäre schmerzhaft, wenn man ihre Leiche finden würde. Aber die Ungewissheit darüber, was passiert ist, verstärkt den Schmerz noch. Sie wollen einfach nur wissen, was mit ihr geschehen war. Und Pams Verschwinden ist heute noch genauso rätselhaft wie an dem Tag, an dem sie als vermisst gemeldet wurde. Die Ermittler sind sich immer noch nicht sicher, was genau mit ihr passiert ist. Aber sie glauben, dass sie wahrscheinlich ihre Wohnungstür unverschlossen gelassen hat und ihr jemand hineingefolgt ist. Möglicherweise sah jemand, wie sie ihren Scheck in der Bank einlöste und beschloss, sie auszurauben. Ihr Mantel und das Bargeld, das sie in ihrer Tasche hatte, wurden in der Wohnung nicht gefunden. Pamela Neal war gerade 22 Jahre alt, als sie 1983 verschwand.
Pam hat braune Augen und braunes Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie 1,70 Meter groß und wog 110 Pfund. Sie wurde zuletzt in einem hellgrünen Kleid mit weißer Spitze und einer hellbraunen Lederjacke gesehen. Außerdem trug sie ein türkisfarbenes Armband und einen Ring. Das war der Fall von Pam. Also, in der Wohnung fehlen Mantel und Bargeld. Und in der Wohnung sieht alles so aus, als wenn sie tatsächlich hineingegangen ist, sie ihre Tüte mit ihrem Essen auf der Couch abgelegt hat und hat sich wohl auf der Couch hingesetzt, hat ihre Schuhe ausgezogen und wollte dann vermutlich mit dem Essen beginnen. Und da muss irgendetwas passiert sein. Also muss ihr, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr tatsächlich jemand in die Wohnung gefolgt ist. Aber wie konnte er sie dann ohne Spur aus der Wohnung wegbringen? Er muss sie ja praktisch getötet haben. Sie war 1,70 Meter groß, 110 Pfund. So einfach geht das auch nicht. Man hat ja bereits an dem Tag, an dem sie verschwunden ist, in der Wohnung gesucht. Also kann der Täter, wenn es dann eine Straftat in der Form war, auch nicht bis zum Abend zum Beispiel gewartet haben. Ein sehr merkwürdiger Fall, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil es keine Spuren gibt. Oder hat die Polizei irgendetwas übersehen? Wurde an irgendeinem Ort dort in dem Zimmer, in der Wohnung nicht richtig gesucht? Was denkt ihr über den Fall? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.